Mir ist warm. Lang nicht mehr gesehen und doch wieder erkannt und damit hey ja und willkommen zu einer der heißesten Folgen hier auf YouTube mit der Werder Bremen Karriere und mir, euren Danny Taylor. Und hey, die 40 Grad haben noch nicht mal angefangen. Gefühlt ist die letzte Folge eine ganze Ewigkeit her, von daher gehen wir mal ganz kurz auf die letzte Folge wieder ein. Wir haben ein Unentschieden gegen Freiburg gespielt, haben dann gegen den großen FC Bayern München im Übrigen 2:1 gewonnen, gegen Fortuna Düsseldorf 3:1 und gegen Dortmund 3:1. Nein, 1:0, ich kann keine Ergebnisse lesen. Das bedeutet, der letzte Part war relativ erfolgreich, was mich aber allerdings auch wieder dazu geführt hat, dass ich noch ein wenig an den CPU-Einstellungen rumgeschraubt habe. Ich werde die auch jetzt noch nicht zeigen, wir gucken mal, wie die allesamt sind und dann gehen wir darauf ein, ob wir die so halten oder halt nicht. Leute, ich bin viel zu voreilig, merke ich gerade. Ihr müsst natürlich, wenn euch die heutige Folge gefällt, einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich mega freuen, wenn wir mal wieder so um die 300 bis 400 Millionen Daumen schaffen. Und dann meine ich natürlich 3 bis 400 und nicht Millionen. Bin ich auch wieder gut drauf heute, ne? Vielleicht habe ich auch einfach einen Hitzschlag, wer weiß. Auf jeden Fall würde ich mich einfach über einen Daumen nach oben freuen. Zeigt einfach, dass euch die Folge gefällt. Und natürlich wie immer einen kleinen Kommi da lassen. Würde mich mega freuen. In der letzten Folge haben wir ja auch die Formation auf dem 4-4-2 geändert, wo vor allem Gregoritsch mittlerweile sehr gut die Tore trifft und Füllkrug eher weniger. Ich habe auch nicht vergessen, dass wir jetzt in der baldigen Wintertransferphase Marco Friedl fest verpflichten müssen. Also keine Sorge. Wir hatten ja auch noch eine wichtige Abstimmung in der letzten Folge. Und zwar die Abstimmung zu Lundgren. Auf welcher Position soll er spielen? Da habe ich ja rechtes Mittelfeld vorgeschlagen und auch zentrales Mittelfeld. Und da habe ich ja gesagt, ich sehe ihn mehr als Zentralmittelfelder, weil, naja, die Arbeitsraten sind halt relativ bescheiden für einen offensiven rechten Mittelfeldspieler, ja. Und da haben mir die meisten auch geschrieben, hör mal, da gab es wirklich ein paar Kommentare, die einfach mal geschrieben haben, hör mal, du hast ganz vergessen, du kannst ihn doch umschulen. Also mehr inoffiziell umschulen, das bedeutet vom rechten Mittelfelder, er bleibt rechter Mittelfelder, aber wir benutzen ihn quasi als rechter Verteidiger. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Das können wir uns auch noch überlegen. Lundgren künftig als Gebre Selassie-Nachfolger mehr oder weniger zu verwenden. Heißt natürlich, ich werde ihn auch teilweise in einer Defensive ein wenig schulen müssen, denn mir bringt es nichts, wenn er zu blöd ist, einen Zweikampf zu gewinnen in der Verteidigung. Heißt einfach mal oben abstimmen, würde ich mal sagen. Zentrales Mittelfeld, rechte Verteidigung. Vielleicht machen wir da auch so ein Hybrid draus. Heißt, er kann beides, aber trotzdem mal abstimmen und gerne auch mal eure Meinung in die Kommentare. Und die heutige Folge sieht folgendermaßen aus. Wir spielen gegen Darmstadt und natürlich gegen RB Leipzig. Wird aber heute vergleichsweise zu den anderen Folgen eine traurige Folge, denn wir spielen heute nur zwei Spiele und gehen schon mal ein wenig auf die Wintertransferphase ein. Denn ich sage euch dann ein wenig, was ich vorhabe, was ich gerne von euch erwarten würde, was Vorschläge angeht und so weiter und so fort. Allerdings werden wir jetzt erstmal anfangen mit dem ersten Spiel gegen Darmstadt. Wisst ihr noch, am Anfang dieser Karriere, da haben wir uns so einen Star-Scout geholt aus dem Katalog und da haben wir diesen Chunja rausbekommen, der nicht mal Potenzial hat, etwas Besonderes zu werden. Den haben wir jetzt im Übrigen erstmal verliehen. Und wir müssen auf jeden Fall den Vertrag mit Theodor Gebre Selassie verlängern, denn den dürfen wir auf keinen Fall verlieren, denn der macht Vorlagen wie am Fließband. Mittlerweile zwar ein bisschen weniger seit dem Formationswechsel, aber er ist trotzdem ein super Verteidiger. DFB-Pokal gegen SV Darmstadt 98. Und ja, wer kennt es nicht, das Traditionsduell Darmstadt gegen Werder Bremen, während ich fast meinen zweiten Mund umkippe. Spieler im Fokus, Gregoritsch, ich habe ja schon gesagt, der ist mega gut in Form, ja. In den letzten drei Spielen 5 Tore gemacht, wir haben auf jeden Fall in letzter Zeit seine Position gefunden. Ich hoffe, er kann nur weiterhin daran anschließen. Und hier die Aufstellung von Darmstadt 98. Auf jeden Fall ein großes Talent ist Melem, der im zentralen offensiven Mittelfeld spielt, ansonsten, ja, geht so, ne. Heller kennt man natürlich, Sirigu kennt man auch noch, spielt auch schon gefühlt ewig keinen in Darmstadt. Heller hat auch irgendwie, ja, nur Darmstadt lieben gelernt, war ja früher mal in Duisburg, das weiß ich noch. Dann in Augsburg und dann jetzt wieder zurück zu Darmstadt, jetzt auch schon letzte Saison. Und hier unsere Aufstellung, man kann sehen, wir haben doch schon einiges verändert. Wir spielen mehr oder weniger mit einer ziemlichen B11, ja. Ich habe natürlich Gregoritsch und Rashica drin gelassen und Anton auch, weil ich nicht zu viel ändern wollte. Augustinsson ebenfalls auch von Anfang an, weil ich gestehen muss, ich habe vergessen, Augustinsson auszuwechseln. Egal, er spielt jetzt einfach, denn unser Problem ist gerade, wir haben nur 2 Tage Pause zum nächstgelegenen Spiel gegen RB Leipzig und das ist nicht viel. Heißt auf jeden Fall, dass unsere bisherigen Stammkräfte wie zum Beispiel Gregoritsch, Rashica und auch Augustinsson vermutlich ausgewechselt werden innerhalb dieser Partie. Allerdings ist es jetzt erstmal wichtig, hier eine Runde weiterzukommen, ja, und das wird nicht einfach gegen Darmstadt. Das war großartig. Rashica auf Claudio Pizarro jetzt hier oben. Das war echt ein beschissener Pass. Was war das denn? Okay, ich beschwere mich nie wieder über einen Pass von uns. Der war ja noch schlimmer. Okay, komm schon, Möwald! Oh Gott, ich hab gedacht, der ist drin. Und jetzt schöner Pass auf Kevin Möwald. Der gefällt mir eigentlich ganz gut gerade in dem Spiel. Möwald sieht hier Pizarro und der hat einen guten Schuss. Und natürlich Claudio Pizarro macht hier das 1:0 für Werder Bremen. Heute im Übrigen unser Kapitän, weil unser normaler Kapitän spielt gerade nicht. Und deswegen Claudio Pizarro heute Uno Number One. Heißt, Maximilian Eggestein spielt heute nicht von Anfang an. Deswegen habe ich gedacht,
Nehmen wir Pizarro, weil ganz cool. Oh, schön. Jetzt muss der Pass gut kommen. Der kommt verdammt gut. Was ist das denn? Ja, juhu. Der war drin. Wusste ich. Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Und warum braucht er da zwei Möglichkeiten, wo man beim zweiten Ding nicht mal hundertprozentig sagen konnte, dass der drin ist? Wie kann man so viel Glück haben eigentlich? Aber schön, dass wir mal die Torlinientechnik brauchen. Also gerade ist er noch nicht hundertprozentig drin. Das kann ich euch versprechen, hat man auch gerade noch gesehen. Der müsste jetzt noch ein bisschen weiter rein, Tudor. Und damit steht 2:0 für uns. Und Rashica macht hier das 2:0. Krass. Kommt ja an und Gregoritsch will auch. Aber der neue HSV-Keeper passt hier auf. Wir sind jetzt in der ersten Halbzeit angekommen und ich muss sagen, wir spielen derzeit einen relativ guten Fußball, führen auch verdient 2:0. Darmstadt hat ehrlich gesagt nicht viel zu melden und deswegen bin ich sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Oh, schlecht verteidigt, Anton! Boah, der Anton ist schon eine geile Sau. 66. Minute und wir wechseln dreimal aus. Osako kommt rein in den Sturm für Gregoritsch, Johannes Eggestein kommt in Mittelfeld rein für Rashica und dann kommt Lundgren rein für Augustinsson. Das bedeutet, unsere Aufstellung sieht jetzt folgendermaßen aus. Lundgren spielt jetzt Linksverteidiger. Der ist nämlich komplett beidfüßig, deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Die meisten wollen den eher als Außenverteidiger sehen, auch wenn ich gerade keine Ahnung von der Abstimmung habe. Da habe ich mir gedacht, ja, testen wir den Jungen doch einfach mal schon mal. What the fuck? Das habe ich nicht kommen sehen. Ganz ehrlich, was war das? Darmstadt macht ein Tor durch Yannick Stark, der gerade reingekommen ist für Christoph Moritz. Schöne Baumtextur. Das ist natürlich geil, ne? Da machst du Experimente und fängst dir sofort ein Gegentor. Warum steht da denn keiner? Weder Möwald noch Friedel haben gerade irgendwie Bock, den Typen zu verteidigen. Jo, Alter, Lundgren macht den kalt. Lundgren hat im Übrigen Fußball zuletzt in den 50er Jahren geguckt, deswegen hat er im Übrigen noch sein Trikot in der Hose und keine richtigen Fußballschuhe. Ja, eventuell habe ich aber auch einfach vergessen, ihn, ja, umzugestalten. Und damit gewinnen wir 2:1 gegen Darmstadt 98 und sind eine Runde weiter im DFB-Pokal. Das ist natürlich das Wichtigste hier. Wir haben aber auch spielerisch, muss ich sagen, ziemlich überzeugt. Aber es war halt so gesehen, Darmstadt ein Zweitligist, da sollten wir als Erstligist auch spielerisch überzeugen. Und ja, die Statistik war auch ganz klar für uns. Und hier sehen wir auch mal die anderen Spieler in der dritten Runde und ihr könnt direkt sehen, wer sich durchgesetzt hat und wer nicht. Paul Roth meldet sich allerdings mit einem Scouting-Update und ich muss sagen, wir wollen natürlich so richtig, richtige Brecher haben. Erik Axelsson nehmen wir auf jeden Fall mal auf, alleine schon wegen dem Namen. Ich muss auch sagen, Gustafsson hätte ich auch gerne, aber leider nein. Und deswegen nehmen wir einfach mal einen anderen Gustafsson, obwohl der auch nicht gut genug ist. Wir belassen es dabei und halten ihn erstmal bei Paul Roth. Alter, was für geile Namen diese Schweden hier haben. Wir sind noch ein Spiel von der Wintertransferphase entfernt und das bedeutet, ich habe unsere Wunschliste mal ein wenig aktualisiert. Denn viele von euch wollten ja eh schon Alvaro Tajero bei uns sehen. Allerdings ist er immer noch verliehen. Das bedeutet, wir könnten ihn erst in der nächsten Saison verpflichten. Allerdings habe ich ihn natürlich immer noch im Auge, sage ich mal. Denn Werder Bremen ist wohl auch in echt an ihn interessiert. Muss dann wahrscheinlich eine Ablöse in der Höhe von 2 bis 3 Millionen Euro zahlen. Real Madrid möchte nur nicht wirklich, also möchte ihn nicht wirklich halten. Deswegen ist das überhaupt möglich. Wäre natürlich schon, glaube ich, ein ziemlich cooler Transfer. Hat auch sehr viele Vorlagen gemacht in der zweiten oder ersten spanischen Liga. Ich weiß gerade nicht mehr, wohin der verliehen wird oder wurde. Und deswegen ist er natürlich ein interessanter Spieler für uns, ja, allerdings dann halt erst in der nächsten Saison. Und dann gibt es natürlich noch ein aktuelles Gerücht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das derzeit nur ein Gerücht ist oder schon etwas bestätigter. Und zwar interessiert sich Werder Bremen wohl für Marco Grujic, der in echt aktuell und auch hier noch in FIFA bei der Hertha ausgeliehen ist, beziehungsweise von Liverpool verliehen ist an die Hertha BSC. Und angeblich wechselt er eventuell auch an die Weser. Wäre natürlich ein unfassbar krasser Transfer. Vor allem natürlich wäre er da nur geliehen. Aber was Mittelfeld da mit Maximilian Eggestein, mit David Klaassen und Marco Grujic, das wäre schon stark. Also das wäre wirklich ein krasses Mittelfeld, ja. Da hast du auch Max Kruse mehr oder weniger ersetzt, auch wenn das alles dann so auf mehreren Schultern verteilt ist. Vielleicht kommt ja auch Gregoritsch noch in echt, man weiß es nur nicht, wäre ein teurer Transfer. Allerdings wäre das jetzt auch noch nicht möglich, sondern auch erst im Sommer. Ich wollte euch halt mal so ein bisschen aktuell halten. Und jetzt zu dem Spieler, auf den ich persönlich irgendwie Bock hätte. Den würden wir dann auch versuchen im Winter zu verpflichten. Und zwar Marco Richter vom FC Augsburg. Spielt er derzeit eine sehr, sehr starke U21-EM. Er hat jetzt, glaube ich, auch schon in 3 Spielen oder so 4 Torbeteiligungen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und hat in FIFA nicht ein Überpotenzial, hat glaube ich ein Potenzial von ca. 79, ist also gar nicht mal so unfassbar krass, ja. Würde uns aber hier sofort weiterhelfen, nicht einfach daran, dass er einfach relativ billig zu haben ist, ja, maximal 5,6 Millionen. Und wir brauchen unbedingt Außenmittelfeldspieler, denn wir haben nicht viele im Kader und deswegen denke ich, dass Marco Richter ein ziemlich geiler Transfer wäre. Wird jetzt natürlich nicht in echt mit Werder Bremen in Verbindung gebracht oder so, aber
Es wäre trotzdem nicht unrealistisch hier in unserem FIFA 19 Kosmos gerade, würde ich mal behaupten. Deswegen würde ich mich mega über eure Meinung in den Kommentaren freuen. Und natürlich eine Abstimmung gibt es oben auch. Sollen wir Marco Richter verpflichten? Ja oder nein? Beziehungsweise versuchen zu verpflichten. Denn ich muss sagen, ich hätte Bock auf den. Ich habe noch nie mit dem gespielt und irgendwie fände ich das geil. Vor allem, weil er halt derzeit auch mit der U21 so ein bisschen abgeht. Ich weiß nicht, einfach, ich hätte Lust drauf. Vor allem haben wir ja eh noch etwas Geld in der Hinterhand. Klar, wir müssen Friedel noch verpflichten. Das sollte allerdings jetzt keine 12 Millionen kosten. Und dann sollte eigentlich noch genug Geld für Marco Richter da sein. Wir verlängern jetzt im Übrigen erstmal den Vertrag mit Gebre Selassie für 2 weitere Jahre, beziehungsweise auf das eine Jahr kommt jetzt ein weiteres Jahr drauf. Und damit sind wir beim Bundesligaspiel gegen RB Leipzig. Irgendwie aus wie so ein Klecks einfach dahin geklatscht. Klar, Werder Bremen immer noch die beste Defensive in der Bundesliga, wer kennt's nicht. Werder Bremen dafür bekannt, eine unfassbar starke Defensive zu haben. Aber was soll man machen? Wir haben halt Gebre Selassie. Und hier die Aufstellung von RB Leipzig mit Müller am Tor? Was? Okay, alles klar. Ilsanka und Moti in der Innenverteidigung, Adams als Rechtsverteidiger, Beatstrup im zentralen Mittelfeld. Ich fühle mich von den gegnerischen Mannschaften teilweise verarscht, ne? Was sie teilweise für Torwerte haben. Aber in Ordnung, die haben Piszczek. Warum spielt nicht Gulaschki? Ich verstehe es teilweise einfach nicht. Warum teilweise die Mannschaften in FIFA nicht mit ihren Stammtorhütern spielen, ja? Gegen Dortmund wurde ich aufgeklärt. Bürki saß nicht mehr auf der Bank, war eventuell verletzt. Das heißt, es hatte eine Begründung, warum Hitz gespielt hat. Aber okay, wir spielen auf jeden Fall mit unserer Stammelf, beziehungsweise mit Pavlenka am Tor. Und ansonsten spielen wir wieder mit unserer komplett normalen Elf. Bedeutet Klaas und Eggestein im Mittelfeld, Eggestein und Rashica über die Außen und Füllkrug und Gregoric im Sturm. Ja, Füllkrug, beweis dich mal ein bisschen. Wäre geil. Wäre toll. Und damit geht es jetzt auch los gegen RB Leipzig, die auch mit Schunja im Sturm spielen und mit Werner. Auf Werner müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Allerdings glaube ich, das wird generell ein ziemlich schweres Spiel, denn es ist RB Leipzig. Die sind nicht so einfach zu bespielen. Oh, scheiße. Da musste ich gerade was nachgucken und wir fangen uns den Gegentor. 1-0 für RB Leipzig. Ich dachte nämlich gerade mal ganz kurz, mit unserer Aufnahme stimmt was nicht. Ja, scheiße. Hätte ich mal einen anderen Zeitpunkt rausgesucht zum Nachgucken. RB Leipzig führt 1-0 durch Junior. Ja, ein sehr talentierter Spieler, muss man einfach mal zugeben. Da hatten wir schon Glück, dass Forsberg nicht trifft und der war nicht schwierig. So, Klaasen, du kannst Pässe spielen. Ich warte auf Rashica. Oh, da kommt der Pass. Und dann der Schuss von Rashica. War ein ganz guter Versuch. Oh. Und jetzt Gregoric. Easy peasy, Alter. Gib Gregoric den Ball, wenn wir gegen den Erstligisten spielen. Dann macht er den auch rein. Gegen Darmstadt nichts von ihm gesehen. Und hier macht das einfach super. Und Leute, Füllkrug mit der Vorlage. Mit einer schönen Vorlage sogar. Holy shit. Das ist besonders. Nicht der Treffer. Die Vorlage war besonders. Nichts zu machen für Müller. Muss man mal zugeben. Und damit sind wir in der Halbzeit angekommen und es steht 1-1, ein Ergebnis, womit ich durchaus zufrieden bin. Wir wechseln jetzt schon in der Halbzeit aus. Und zwar kommt jetzt Osako für Füllkrug rein. Das bedeutet, Osako kommt jetzt über rechts außen und Johannes Eggestein geht in den Sturm neben Gregoric. Warum mache ich das? Füllkrug hat nicht unfassbar schlecht gespielt, ganz und gar nicht. Hat ja auch eine schöne Vorlage gemacht. Allerdings ist es so, dass wir Füllkrug sehr oft passen können und der dann einfach nur noch durchrennen muss, ja. Und ich habe gerade die Hoffnung, dass Johannes Eggestein es mehr schafft, einfach durchzurennen als Füllkrug. Denn Füllkrug ist halt einfach langsam. Denn die RB Leipziger sind einfach sehr weit vorgerückt mit ihrer Fünferkette, glaube ich sogar. Und das bedeutet, Eggestein könnte es teilweise schaffen, da durchzubrechen, indem der einfach einen Sprint macht. Und das möchte ich jetzt einfach ausprobieren, um ja, zu versuchen zu gewinnen. Heißt, es wird hier richtig taktisch jetzt. Es sei denn, die haben was in der Halbzeit geändert. Das wäre dann natürlich scheiße. Oh, stark von Osako. Komm schon, warum machst du das denn so? Warum passe ich denn nicht noch zu Eggestein durch? Oh, das war so dumm und so schlecht gemacht. So, Davy Klaasen und jetzt da oben Rashica, das habe ich gesehen. Komm schon, oh, schade. Schön gemacht von Gebre Selassie. Und jetzt Osako, unser Glück ist gerade, dass die Spieler von RB Leipzig echt im Arsch sind. Wir wechseln dann jetzt noch Martin Hanek ein für Johannes Eggestein. Der Plan bleibt weiterhin vorne durchbrechen, also die Verteidigung von RB Leipzig zu durchbrechen mit einem Sprint. Denn die RB Leipzig-Spieler sind doch alle sehr im Arsch, sind alle sehr müde. Und der ist noch fit, der ist gerade erst reingekommen. Jetzt die Flanke und Rashica machte das Tor. Alter, die Spieler von Leipzig sind alle so unfassbar müde, ne? Es ist der Wahnsinn. Also in der ersten Halbzeit waren die ja wirklich schwer zu bespielen, ja? Aber die sind echt müde geworden. Das siehst du auch an jedem einzelnen Balken, den die da unten haben. Der ist fast aufgebraucht. Guck mal, wie leicht ich die hier gerade umschiffe. Ja, das sieht so aus, als ob ich die Regler umgestellt hätte, damit die kein Tempo mehr haben. Aber die sind einfach alle extrem im Arsch. Was ich überhaupt nicht schlimm finde. Wir führen 2-1. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 2-1. Schlecht gemacht von den Leipzigern, by the way. Ja, die haben anscheinend mit derselben Aufstellung wie im DFB-Pokal gespielt.
Und hier ist dann einfach extrem vermasselt in der zweiten Halbzeit. Selbst schuld ist für mich vollkommen in Ordnung. 3 weitere Punkte auf unserem Konto. Und jetzt seid ihr dran. Wir starten in der nächsten Folge mit der Wintertransferphase in dieser Karriere. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und ihr habt natürlich jetzt wieder die Aufgabe, eure Vorschläge reinzuschreiben. Jetzt nicht zwingend welche, die wir unbedingt jetzt schon verpflichten sollen, aber für die Zukunft, an wen ist Bremen interessiert in echt? Wie kann ich den Werder Bremen Karrieremodus hier weiterhin relativ realistisch halten? Und ja, ich finde, Marco Richter wäre nicht so komplett unrealistisch, denn damals hat auch einfach mal Werder Bremen nach der Olympia bzw. nach einem U21-Turnier einfach mal einen Serge Gnabry verpflichtet. Warum dann nicht Marco Richter jetzt? Wäre doch eigentlich ziemlich geil, würde ich mal behaupten. Aber könnt ihr mir da einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oben die Abstimmungen nicht vergessen zu Lundgren und zu Richter. Lundgren könnte wahrscheinlich echt ein guter Hybrid werden oder Rechtsverteidiger bzw. beides, zentraler Mittelfeldspieler und Verteidiger. Einfach mal abstimmen, wie immer. Ich kann es ja nochmal sagen. Und ja, dann sollten wir uns in der nächsten Folge sehen. Vorschläge nicht vergessen. Vergesst den Daumen nach oben nicht, falls euch die Folge gefallen hat. War ein bisschen chaotisch die Folge. Ich war ein bisschen verpeilt, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Vergisst nicht zu abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und natürlich wie immer die Glocke aktivieren und sicher gehen, dass sie auch wirklich aktiviert ist, so dass ihr auch alles sehen könnt. Und dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Part der Werder Bremen Karriere. Ciao.